Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Ronin und dem Beagle. Wir wollen Taka retten. Die wurde entführt, als wir versucht haben herauszufinden, wer sie verfolgt. Das sollte jetzt ja kein Thema sein. Da oben, ne? Die Treppe hoch. Ja. Hätten sie mich auch eigentlich direkt vor die Treppe setzen können, aber sei es drum. Sag mal, ist das so euer Standardtext? Ja? Ich mach das nicht. Oh Gott, keine Ausdauer mehr. Warum dreht man jetzt einfach mal so durch? Das passiert halt, ne? Oh Gott, nein, 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 nein. Aber was ist mit dir los? Was machst du denn? Warum reagiert sie denn nicht? Reagiert die Gute, ey. Oh. Ich freue mich ausgesprochen, euch zu sehen. Schön. Auch wenn ihr gerade eher recht unglücklich wirkt. Nun, zumindest seid ihr ehrlich. Wie ich bereits vermutet hatte, es war dein ehemaliger Clan, der mich entführt hat. Aber warum? Ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. Aber ich weiß eure Rücksichtnahme auf meine Gefühle zu schätzen. Keine Sorge. Ich nehme es euch nicht übel. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ihr mich gerettet habt. Also, wirklich etwa verärgert? Vielleicht solltet ihr etwas näher kommen. Warum klappt das mit den Frauen so viel besser als mit den Männern? Aber ich bin wirklich dankbar. Als ich euch auf einmal sah, ich dachte, ich träume. Aber natürlich seid ihr gekommen. Wie hättet ihr auch etwas anderes tun können? Wir haben beide gewisse Menschen, die uns einfach nicht loslassen, egal was wir tun. Oh, verzeiht. Ich plappere nur vor mich hin. Ich sollte schnell zu Kichi gehen. Sie ist bestimmt besorgt. Sagt, auf eurem stattlichen Ross wäre ich doch im Handumdrehen bei ihr. Dürfte ich vielleicht aufsteigen und meine Arme von hinten um euch legen? Warum klingt das immer so schmutzig? Wie zuvorkommend von euch. Aber die Antwort kam doch ein kleines bisschen zu schnell. Ach, das war jetzt auch nicht recht, oder was? Na egal. Was soll's, Leute, was soll's. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mich gerettet habt. Vielen Dank. Ja, ja. Kein Thema. Da ich euch nun etwas besser kenne, fühle ich mich verpflichtet, etwas über mich preiszugeben. Musst du gar nicht. Der Wind ist wirklich angenehm. In eurer Gegenwart habe ich das Gefühl, ehrlich sein zu können. Oh, das ist nett. Wie schade. Wir sind fast da. Besteht Hoffnung, dass ihr ebenso empfindet? Muss ich darauf jetzt antworten? Ich wünschte, dass wir einfach weiterreiten könnten. Nur wir beide. Irgendwohin. Ganz weit weg. Das wäre schön. Warum klappt das mit den Frauen so gut und mit den Männern nicht? Und ich meine damit einen speziellen Mann. Oh, Taka. Ein Glück.
Glück, bist du verletzt? Nein, Kichi. Mir geht es gut. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Und ihr? Danke, dass ihr Taka gerettet habt. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Jetzt habe ich schon zwei Fragen aus diesem Viertel. Ich habe es fast vergessen. Der Gast, auf den du gewartet hast, ist eingetroffen. Ah, sehr gut. Vielen Dank, Kichi. Nun, lasst mich euch vorstellen. Als Dank dafür, dass ihr kamt, um mich zu retten, möchte ich euch im Gegenzug eines meiner Geheimnisse enthüllen. Aber ist die Katze erstmal aus dem Sack, kriegen wir sie nicht wieder hinein. Ich warte in meinem Zimmer. Kommt doch später mal vorbei. Ich sage doch, mit Frauen klappt der Scheiß besser als mit Männern. Meine Katzenlady ist weg. Die ist bestimmt traurig, wenn ich mit Taka da anwandle. Naja. Oder weil ich mich noch in der Quest befinde, das kann auch sein. Ich hoffe, sie zieht sich jetzt nicht aus und das ist ihr großes Geheimnis. Oh, oh nein, der Shogun! Scheiße, ey! Ist dir klar, wer ich bin? Ja, leider. Der Beiname eines meiner Vorfahren. Aber es scheinen einige auch mich so zu nennen. Ja. Die Wahrheit ist, um Fürst I in seinen Angelegenheiten zu unterstützen, habe ich die Nationalisten beobachtet, die das Freudenviertel frequentieren. Ich wollte, dass ihr das wisst. Ihr müsst ihr doch versprechen, niemandem ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen. Du setzt mich ganz schön unter Druck. Ich bin nicht überrascht, aber... Fürst I ist ein alter Bekannter. Ich möchte ihm dienen, soweit ich das als einfache Geisha tun kann. Hast du irgendwelche Einwände? Und um das schon mal vorwegzunehmen, Taka handelt aus freien Stücken. Alter, jeder darf machen, was sie möchte, ja? Ja. Das war allein meine Entscheidung. Reden wir nicht weiter über mich. Schließlich erhält man nicht jeden Tag eine Audienz beim obersten Minister. Wollt ihr ihn denn nicht vielleicht irgendetwas fragen? Ah ja, ich habe einige Gerüchte gehört. Man erzählt sich Geschichten über einen Samurai, der mit den Fremden kollaboriert. Ich werde mich mal umhören, aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und kann dir keine Versprechungen machen. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Sieh zu, dass du uns nicht in die Quere kommst. Du bist ein Arschloch. Oh, was? Ich habe pro Shogunat bekommen? Gunst freigeschaltet. Ach du Scheiße, Leute. Nee. Was ist denn jetzt abgegangen? Ah, hat aber... Ist nicht jetzt so ins Gewicht gefallen. Gut, 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 gut. Wo ist denn die gute Dame? Taka. Ja, gut, ne? Ich find's zum Kotzen, dass ich einfach nichts bei ihm krieg. Mann. 105. Ah, da konnte ich jetzt aber eventuell was machen. So. So, es gibt wirklich nur noch die hier, ne? Ja, es gibt nur noch die hier. Na gut. Die ist da hinten, ne? Wollen wir die doch mal machen? Oh.
Entschuldigung. Mein Pferd ist halt sehr eigen. Ups, das war ich. Jetzt wisst ihr, warum mein Pferd so eigen ist. Wie soll ich denn bitte 100 Katzen sammeln? Ich habe das Gefühl, dass ich die Antwort gar nicht wissen möchte. Hier drüben. Irgendwie mag ich dich nicht. Ich weiß aber nicht warum. Wir müssen vorsichtig sein. Dieser Ort hier ist gefährlicher, als ich dachte. Mir wurde berichtet, dass sich der Konsul im Hongakuchi-Tempel befindet. Doch soweit ich weiß, ist er jetzt in den Händen von Nationalisten. Von Harris selbst fehlt jede Spur. Wo könnte er sein? Keine Ahnung. Einverstanden. Es wäre eine Tragödie, wenn ihm etwas zustoßen würde. Beeilen wir uns. Ich würde ihn höchst selbst umbringen, aber sei es drum. Hier drüben. Warte, stopp. Wo? Da oben? Der Hongakuchi-Tempel wurde vor etwa 600 Jahren erbaut. Aber als wir den Amerikanern die Tore öffnen, haben sie ihn zu ihrem Konsulat umfunktioniert. Aha. Nach den Cholera-Ausbrüchen und den Angriffen derer, die die Fremden aus diesem Land vertreiben wollen. Mist, ich komme nicht nach da oben. Wie verflucht. Ja, ich komme sofort. Ich will die Katze haben, ey. Das habt ihr alle gerade nicht gesehen. Wow. Hier liegen Leichen rum. Der Tote stammte offenbar aus dieser Gegend. Würden die Nationalisten denn tatsächlich ihre eigenen Landsleute umbringen? Anscheinend. Es ist eine Sache, den Westen zu hassen. Aber das hier ist rohe Gewalt. Wieso verachten diese Verbrecher das Fremde so dermaßen? Wo ist er denn? Ich fürchte, daraus lässt sich nur schlussfolgern, dass Vernunft... Ja, komm, halt die Klappe. Wenn dem Konsul die Flucht aus dem Tempel gelungen ist, dann müsste er irgendwo hier in der Nähe sein. Wenn mein Zwillingsschwert ihn beschützt hat, bitte erleben. Nationalistischen Samurai verfolgt, auch wenn sein Tod ihnen kaum noch etwas nützen würde. Wie auch immer, wir müssen herausfinden, wo er sich versteckt. Ausgezeichnet. Seine Verfolger sind höchstwahrscheinlich ebenso aufgeregt wie er. Sehen wir uns gründlich um. Vielleicht finden wir einen Hinweis darauf, wo der Konsul sein könnte. Okay. Kooperationspartner. Oh, ich darf nur ihn nehmen. Schade. Also, sollen wir anfangen? Ja. Kümmern wir uns ums Geschäft. Achso. Wo muss ich denn hin? Aber keine Spur von Konsul Harris. Wie habe ich das denn gemacht? Wie cool. Da hätten. Ich seh's. Non. Da habe ich Land zu früh gedrückt.
Kontrolliert das Gebiet? Kontrolliert er das Gebiet? Oh. Kannst du auch noch dazu? For real, ey? Na, von mir aus. Ich muss sagen, die Hauptquesten finde ich sehr eigenartig im Stil, dass ich da ja, immer dann Koop unterwegs bin, auch wenn dieses Koop halt hier via Verbündeter ist, die ich gesammelt habe. Aber ist trotzdem schon ein bisschen eigenartig, aber nur ein bisschen. Keine Eile. Lass dir Zeit. Das ist nichts, was ich haben möchte. Ich gar nichts. Natürlich. Ich danke dir für deinen Besuch. Habe ich jetzt das Richtige gefunden? Wenn ja, dann mache ich das gerne. Wie bist du hier reingekommen? Rühr den Konsul, ja. Ist die vielleicht? Wir müssen ihn erstmal dazu bringen, seinen Wert wegzustellen. Ja! Schlecht. Seid. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihm auch nur ein Haar krümmt. Wartet, ihr seid doch Jules Brunet, der französische Offizier, nicht wahr? Ich bin es, Yukichi Fukuzawa. Ah, ich erinnere mich. Wir kennen uns aus der edlen Residenz. Warum habe ich das falsch gesagt? Was tut ihr hier? Ernest Sato schickt mich, um mit dem Konsul zu reden. Ist er hier anzutreffen? Keine Sorge, Konsul. Das sind Freunde. Ich danke euch. Was täte ich nur ohne die Franzosen? Der müsste mich wieder... Was um alles in der Welt? Wie kannst du noch am Leben sein? Wieso verfolgst du mich, du elender Teufel? Ah, du meinst etwa die andere Leibwache, die dich nicht töten konnte? Ich gebe zu, ich konnte sehen, dass ihr miteinander gesprochen habt. Ja, das ist meine Zwillingsklinge. Wie wäre das?
Ich mache dir ein Angebot. Du erledigst ein paar Halunken für mich, dann verrate ich dir, was ich über sie weiß. Wir wurden von ihnen angegriffen und mussten aus dem Tempel fliehen. Wir können hier erst weg, wenn sie beseitigt wurden. Das kriege ich hin. Es wäre sinnlos, sie alle zu bekämpfen. Ich schlage vor, dass ich mich euch beiden anschließe und wir uns ihren Anführer vorknöpfen. Sobald er beseitigt wurde, wird sein Gefolge das Weite suchen. Dieses Gesindel stellt keine Gefahr dar. Und wenn ich unversehrt bleiben sollte, erzähle ich dir alles, was ich über den Samurai aus dem Konsulat weiß. Einverstanden? Gut. Um nicht aufzufallen, sollten wir nacheinander aufbrechen. Wir treffen uns auf dem Hügel, der über den Tempel ragt, wieder. Ich finde es ein bisschen doof. Weil das ja im Grunde jetzt eine Prokonsulat-Quest war, oder? Ganzen Concierge ist abgeschlossen. Das hole ich mir jetzt noch fix. Dann ist gut für die heutige Folge. Dann werden wir nächste Mal die Anführer da auslöschen. Zwei Katzen gibt's hier nur. Na gut, meine Lieben. Also, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich glaube, ich kriege noch mehr Questen, wenn ich, die andere Quest da gemacht habe. Habt einen schönen Tag und haut rein, meine Güte.